Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Pokémon Rascal Ruby Community Edition. Ja, ich habe vielleicht einen Verwendungszweck für Vivillon Pommel gefunden. Und zwar in dieser Arena. Und zwar dadurch, dass es Facettenauge hat. Ja. Zumindest wenn ich richtig geguckt habe, ja. Kann ich mit Schlafpuder praktisch immer treffen und dann mit Windstoß nachsetzen. Und das wird lustig. Und ich hoffe, wir kommen hier durch, weil sonst RIP. Ich habe jetzt alle auf Level Cap geklatscht. Oi. Ich habe vergessen, die Geschwindigkeit wieder runterzunehmen. So. Jetzt stimmt sie wieder. Jetzt gehen wir hier auf Schlafpuder. Munterkeit. Du bist auf keinsten speziell ausgelegt. Habt ihr schon jemals einen Mankey mit Donnerblitz gesehen? Ich nicht. Alles klar. Glibunkel. Dankeschön. Und ich habe das Pokéball-Muster gewählt über Pikachu, weil, oh, sonst hätte ich irgendwie nur ein Frostmuster bekommen. Ich weiß gar nicht, zu welchem, ja, es war ja irgendwie länderbedingt, irgendwie, keine Ahnung. Hab Vivillon nie richtig verstanden. Und ja, Pommel, beispielsweise Vivillon, ist auch nur hier richtig zu gebrauchen. Aber ey, eine Steinattacke und die ist trotzdem weg. Also, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das Ding lebt nicht lange. Top-Genesung kurz mal ins Gesicht. Jetzt gucken wir uns das mal an. Optionen. Wir schalten jetzt kurz mal Kampfstil auf nicht wechseln ein. So. Vivillon, dein nächstes Opfer. Ja, ich werde tryharden. So hart, wie es klingt. Rising Ruby. Was habt ihr da nur für Scheiße gemacht? Und dann noch Just Patrick mit seinen Ideen und Metze mit seinen Ideen. Keine Ahnung. Rabaut. Ja, du fällst tot um. Sorry, Bro. Und das war ein Crit. Im Übrigen hat sich mein Bummels entwickelt zum Mundtier. Das ist endlich auch mal der Fall gewesen. Ah, okay. Wir regeln zuerst mal den Trainer. Praktibalk. Ratet mal, wie mein Praktibalk mittlerweile heißt. Kaido. Weil Meister Riff hat auch eine Keule, beispielsweise zwei Keulen. Ja, das habe ich kommen sehen. Das war vierfach effektiv. Ins Gesicht. Ja, das ist ein Game Changer. Dann Elektronetz, tut mir leid, aber dann bist du definitiv weg.
Riolu. Pampas regelt das. Tja, das denke ich ziemlich gut. Und das war's, Diebeskuss. So. Jetzt werde ich nochmal top genesen. Und top elixieren und so weiter. Und Level uppen. Ans Level Cap. So. Und dann sind wir eigentlich durch. Wir haben immer noch keine Items, Freunde. No. Also, literally nicht. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Puh. So, Krabu, was hast du für uns? Seid ihr bereit, Freunde? Lasst mal ein Like und ein Kommi da dafür. Denn jetzt wird's richtig heftig. Ich bin Krabu, der Arenaleiter von Faustau Hafen. Bist du nicht dieser Lauch, der niemals Beine im Gym trainiert, beziehungsweise immer behauptet, er trainiert sie? Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig deinen Bizeps, Junge. Alles klar. So geil. Einer von Arenaleiter Krabu. Capoeira wird von Krabu Arenaleiter eingesetzt. Ist das geil, ey. Das Beste ist ja, das ist wirklich ein Gym. Dude. Genauso wie Sephiron eigentlich auch. So. Eine Runde schläft der Kollege safe. Aber Fußtreten macht doch nichts. Er will meine Initiative. Okay. Ups. Ich hoffe, jetzt kommt nichts, was gegen mich was machen kann. Natürlich kommt jetzt ein scheiß Hariyama. Zum Glück outspeede ich. Jetzt muss ich auswechseln. Es kommt sicher ein Steinmove, deswegen. Pampas. Dann Heuler. Es outspeedet mein Togekiss. Ja. Wow,
Warum haben seine gesamten Viecher Bären, ey? Ach du Schande. Ich habe einfach noch keine voll entwickelten Pokémon. Das kommt noch dazu. Ah ja, und ich glaube, alle EV und DV sind auf Max bei den Arena-Leitern. Wer braucht solchen RNG-Scheiß? Mega Meditales. Uff. Zum Glück geht der jetzt pennen. Hä, ich hab doch keinen Schwebe durch. Und es ist eingeschlafen. Oder geht Standpauke durch? Also eine Schallattacke? Muss ich das verstehen? Egal. Irgendwie was mit dem Delegator gar nicht gepasst, ey. Gift. Dafür habe ich Kira. Mal ein bisschen abwechseln. Ich glaube, alle sind am Zug gewesen, außer Zoro, also Zoro. Zen. Kopfstoß. Ins Gesicht. Sorry, Krabulino. Zoro-Keks. Neutral-Torso, Bruder. Eisenschädel. Alles klar. Au. Und hier verliere ich sicher nicht meine, also Kira verliere ich hier safe nicht. Deswegen gehe ich zurück zu Pampas. Schon wieder? Lächerlich. Was ist denn das für ein Müll? Hasta la vista, Baby. Ich habe noch bis jetzt keinen Trank verwendet. Nicht mal Items, wohlbemerkt. In Kämpfen. Und das ist dein Mega, Mega Lucario. Das ist jetzt suboptimal. Ich bin gespannt, was das für ein Set ist. Also Steigerungshieb. Ja. Okay, ich muss zu Vivillon raus und das vierfach resisten. Weil sonst ist komplett RIP. Es hat sogar Protzer, ich glaub's ja nicht. Schlafpuder.
Der one-shottet bald einfach meine. Na? Bitte bekomm jetzt mal eine Streak zum Schlafen, bitte. Mach keine Scheiße. Danke. Ich habe gewonnen. Vivillon, absolut der Sieger für diesen Fight. Wie kommt man darauf, ein Mega Lucario dem Ding zu geben? Standpauke weg. Fenstaura viel besser. Oh, Scheißendreck. Du und dein Team, ihr habt mich umgehauen wie eine mächtige Welle. Nicht schlecht. Nimm diesen Orden, damit du besser pumpen kannst. So geil. Alles klar. Mit diesem Orden können wir besser pumpen, Mann. Damit kommt unser Sixpack. Bizepsorden von Krabu. Dank des Bizepsordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen, auch die, die du per Tausch erhalten hast. Ach ja. Hier, damit kannst du bestimmt auch was anfangen. Damit werden deine Pokémon zu echten Türstehern. Ja. Was weiß ich, dass der Anwender zu einem echten Muskelprotz wird. Denn nach dem Einsatz schießen seinen Bizeps und Verteidigungswert in die Höhe. Ich sehe in dir ein Talent, das sich eines Tages zu einem Sturm entwickeln und bei anderen Trainern eine Welle des Erstaunens auslösen wird. Ach ja, warst du schon in der Granithöhle? Sie liegt nördlich in der Stadt. Ein wirklich faszinierender Ort mit einer jahrtausendealten Wandmalerei und seltenen Steinen. Vorhin habe ich meinen Bekannten Sefi davon erzählt und er ist sofort voller Vorfreude zur Höhle gestürmt. Bekannten? Du meinst deinen besten Freund? Laber nicht. Ich glaub's nicht, das wirklich. Vivillon. Und ich hab. Was hab ich gesagt, als ich das Ding gefangen hab? Das Ding wird in der Box vergammeln. Hat jetzt einfach gerade Mega Lucario aus dem Gericht geschossen. So. Das finde ich wirklich Jockgesell, ey. Hätte ich nicht erwartet so. Top Genesung. Aber ich hätte jetzt auch nicht mit Steigerungshieb gerechnet. Ich hab's kommen sehen, ja, wie ihr ja gesehen habt, ne? War ja logisch. Weil man das halt einfach auf einem Lucario sieht. Aber. Oh, Onix. Ja, dich hätte ich auch genommen. Wegen Stalos. Mega Stalos, um genau zu sein. Vielleicht kriege ich ja noch mal eine Chance. Jetzt kriegen wir kurz Groudon Stuff zu sehen. Ich glaube, der ist ganz normal. Leider, ja. Und wenn, hat der höchstens ein bisschen was an der Kleidung geändert. Schade, schade. Hä? Hat er andere Haare oder so? Oder viel weißere? Ein Bild Gewalt dieser Wandmalerei. Ja, jetzt sieht er anders aus irgendwie. Und du bist? Ah, freut mich, Sunny. Jetzt hätte ich fast vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Sefi.
Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich Land auf, Land ab durch die Welt. Nanu, du hast einen Brief für mich? Sonny gibt sie den Brief, der Mr. Trump ihm anvertraut hatte. Oh, danke schön. Dafür, dass du die extra, die mir gemacht hast, mich aufzuspüren, hast du dir eine Belohnung verdient. Seit wann ist Zephyrons Lieblingsattacke Stahlflügel? Ja, hätte ich jetzt einen anderen Joke reingebracht. Ach, übrigens, darf ich dich fragen, ob du irgendwas beim Anblick dieser Wandmalerei empfindest? Ich empfinde gar nichts. Jetzt habe ich sogar den Gipfel der Pokémon-Liga erklimmen. Ja, ich kann mir dich sehr gut als künftigen Champ vorstellen. Gut, ich muss mich beeilen. Auf bald und viel Erfolg. Okay. Ach, komm schon. Ja, jetzt kommt natürlich Onix on point. Ach ja. Komm, wir besiegen die noch kurz. Ich meine, dann haben wir noch mehr gesehen. Hey, Bummels gegen Mundtier. Ich möchte Metze und auch Dinge, Patrick eigentlich im Let's Play verewigen, aber bis jetzt kam kein Pokémon, wo ich sagen würde, ey, das ist definitiv deren würdig. So ein Lucario würde ich jetzt, na, als gut erachten. Klar, Meistergriff ist jetzt auch ein richtig geiles Ding, aber da kam mir sofort Kaido in den Sinn. Und nicht irgendwie ein Metze oder ein Patrick. Na, also. Und das meine ich nicht mal disrespected. Und das Ding spiele ich definitiv mit Evolite. Richtig gut. Killen wir die auch noch hier? Krabi. Ich meine, wozu habe ich Zerschneider? Und tschüss. Goldini geht ebenfalls über den Jordan. Und was gibt's sonst noch? Wummer, also Scampisto Vorentwicklung. Sehr gut. Warum macht das Pokémon eigentlich nicht? Also Game Freak. Zerschneide einfach in eine Pflanzenattacke umwandeln. Klar, jetzt sowieso nicht mehr, weil es keine VMs mehr gibt, aber jo, wäre doch mal eine nice Lösung gewesen. Aber nein. So, wir müssen jetzt weiter. Ja, ich möchte gerne nach Graffitport.
Ahoi, wir haben Gravity City erreicht. Das kannst du Captain Rick, die davon waren, vorbeibringen. Also, wir haben zuallererst noch was vor. Ja, wir hauen zuerst mal dem eins über den Kopf. Als nächstes haben wir eine Elektro-Arena. Das wird sowas von scheiße. Ich habe doch keine Pokémon dagegen. Und der wird safe einen Mega-Voltensor haben. Mit Flammenwurf, mit all dem Scheißgedöns. Oh, 5 Eisbär. Nicht? Okay. Hat keinen Wärterlink. Wie schlecht. Schlecht, schlecht, Herr Specht. Eigentlich solltest du... Na? Sowas haben, ey. Instant tot. Und du auch. Also da muss ich nur Knöpfchen drücken. Also in meinem Fall sogar den Turbo-Button einfach nur Spam. So. Und solange Lampi jetzt kein Vegetarier hat, ist auch das Geschichte. So. Ja, man weiß ja nicht. Es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Auch in der 5. Gen noch Kripuk mit Wunderwache. Hast du einfach nicht tot gekriegt. Nicht mal im Entferntesten. Muss es das KP ausdauern oder bist komplett Game Over gegangen? Und ja, ich hatte eins und der Gegner hatte eins. Also wir mussten uns gegenseitig ausdauern. Ja. So, ich glaube, hier kriegt man die Megasteine. Ja. Ah, hier auch Sahnehäubchen, Duftbeutel. Ja. Hä, aber die Megasteine gibt's ja hier nicht. Wo gibt's denn die Megasteine zu finden? Ich dachte, das war hier. Wir haben hier unten noch was zum Durchgucken. TM-Stand. Ja, aber... Clownwetter? Donnerwelle, ja. Nee, nicht wirklich. So. Fleißband. Abyszahn, Kingstein, Metallmantel, Upgrade. Gibt's alles hier? Zum Breeden gibt's hier auch alles. Semsalanit. Ach, die musst du so finden. Nee, kein Bock zu. Weil, wenn ich mich nicht genau drauf achte und da teilweise was liegen lasse,
Ich cheat mir die, sobald sie ausgewachsen sind. Zum Beispiel Lamus Need oder so. Gar kein Bock. Weil ich habe doch gar keine Ahnung mehr, wo die alle liegen, ey. Ne. Echt nicht. Moment, was brauche ich dafür nochmal? Ich weiß gar nicht. Weil Pampas kann ich eigentlich schon entwickeln. Und zwar completely. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, das war kein Sonnenstein. Wir machen mal Folgendes. So. Wir haben jetzt gespeichert. Gehen wir unten noch mal gucken. Ich glaube, es ist ein Leuchtstein. Nicht wirklich. Dann lassen wir das. So. Dann verkaufe ich mir jetzt lieber was. Ich habe genug zum Verkaufen gerade. Schutz brauche ich so auch nicht. So, so. Das hätten wir. So. So. Geh auf, dankeschön. Jetzt kann ich euch noch kurz mal zeigen, wie schnell das eigentlich geht.
wenn ich da irgendwas machen möchte. So, jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Abgespeichert. Jetzt öffnen. So. Jetzt merkt ihr schon irgendwie, was stimmt nicht, weil der Ton wird anders. Geh jetzt in mein Team, gebe jetzt meinem Toketick auf Ansehen. No. Dann gehe ich zu Items, Leuchtstein, kein Bock auf sowas. So, dass ich das irgendwann mal in 100 Jahren mal finde. Dann gehe ich hier zurück, einstellen, so. Dann exportiere ich den Rotz wieder in das Game. So, kann hier zumachen. Dann mache ich hier Neustart. Na, easy. Jetzt mal gucken, ob alles noch so stimmt, wie es sein soll. So, komm. Und das geht innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich. Und wenn man das dann noch mit Emulation auf 200 macht, so. Mit der Emulationsgeschwindigkeit von 200%. Easy. So. Und was trägt jetzt mein... gutes Pampers, den Leuchtstein, Beutel, hier. Wait a minute, wie entwickelt sich das Ding heutzutage? Ich hab doch gar keine Ahnung. Alles klar. Dann habe ich den sogar umsonst geholt. Aber alles klar. Du kannst das Ding nicht entwickeln, so. Wie entwickelt sich denn... Das muss ich noch nachgucken, ey. Dann machen wir noch kurz den Schrott. Moment. Aha. Kann ich das schon machen? Ja, das muss ich zuerst noch bekommen. Ist ein bisschen dumm. Ich brauche zuerst mal die Devon One. Aber die machen wir erst im nächsten Part. Dann gehen wir jetzt uns noch den Encounter krallen. Für hier. Hey. Ich habe nichts mehr offen. Ein Vehikel. Ich liebe das Ding. Ich liebe das Ding. Scheißegal. Gibt wieder. Eieieiei. Ich liebe das Ding. Wird wieder geschlechtsoperationiert, ihr. Oh my goodness. Ich liebe dich, Mehikel. Oh, Vegetarier. Oh, Bro. Ich liebe dich. Noch mehr. Aber ich glaube, einen Schlitzer überlebst du nicht. Vor allem Ding mit Crit. Ich weiß ja nicht. Rückkehr. Das musst du tanken, ey. Bälle, los. Und jetzt seid ihr mal immer live dabei, wenn ich Pokémon fange.
Außer bei Bummels war der nicht mehr dabei. Aber ihr wusstet ja, dass ich es so oder so bekomme. So. So. Jetzt habe ich endlich mal was gegen Elektro. Und das Ding kann, glaube ich, auch Dampfwalze oder so. Oh, das wird sowas von genial. Und das juckt auch gar kein... Oh, nee. Oh, Voltenso mit Flammenwurf. Oh. Was setze ich gegen... Habe ich überhaupt irgendwas gegen... Walter? Ich will immer Volkner sagen, aber... Ist aus der falschen Edition, ne? Kannst du direkt knicken. Ich müsste Teddy Warsaw ins Game nehmen. Felilu müsste ich ins Game nehmen. Vielleicht auch Simba. Mehikel für spezifische Shenanigans. Rotauge kann ich eh vergessen, weil ich erst ab im 40er Bereich ein ausgewachsenes Stolos habe. Kaido eventuell. Weil das kann ich testen. Soll ich es mal testen? Wir wechseln kurz aus mit Mund hier. Das kann ich jetzt mit euch testen, ob das hier auch so ist. Das heißt, ich speichere jetzt. Und zwar genau hier wieder. Danach gehe ich jetzt hier auf Sonderbonbon. So. Steinwurf, ne? Weckruf, ne? Tempo-Hieb, yes. Geduld weg. Zermürben. Brauche ich nicht. Jetzt entwickelt es sich. Ja, Protzer kann ich jederzeit beibringen. Habe ich gerade die TM für gekriegt. Hier werde ich nochmal speichern. So. Nein, habe ich die TM für. Jetzt werde ich hier nochmal speichern, wie gesagt. Weil ich keinen Bock habe, das Ganze danach nochmal zu machen. Dann kann ich es wenigstens auf 25. Gut, Walter, willst du sterben? In welcher Form willst du sterben? Du kannst es aussuchen. Kaido ist schon on point. Ach du Scheißendreck. Also das speichere ich instant. Klar, ja, für jetzt ist noch overpowered as fuck, aber...
Ab Walter? Ich glaube, das ist dann Level Captain mäßig oder so. Aber jetzt würde es mich noch was wundern nehmen. Ich speichere jetzt nochmal und zwar folgendes. Das ist richtig interessant gerade. Pampers? Wir knallen dich jetzt einfach mal auf 40 oder so. Nö. Ich will gucken, wann du dich entwickelst oder wie du dich entwickelst. Spotlight. Brauche ich nicht. Okay, Level 28 wird sich Pampers entwickeln. Okay. Wissen wir Bescheid. Warte mal, wann habe ich das vorhin gemacht? Das war hier. So. Also, in 7 Leveln. Ich gehe gucken, dann wann, wie, wo, wann, was. Und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Tödle.